Ja, willkommen hier auf der Warp Zone Einführung zum Thema Konfliktmanagement. Hackerspaces, Haus zu Konflikt, offene Frage. Ich freue mich sehr auf, was sind die Lessons learned der Kollegen und ja, gebt ihnen einen warmen Applaus und seid genauso gespannt wie ich. Hallo. Ja. Wir gucken mal, ob wir auch irgendwas haben, was wir euch weitergeben können als Lessons Learned. Aber wir haben auf jeden Fall viele Fragen und hoffen, dass wir irgendwie in eine Diskussion kommen. In unserem Talk geht es in erster Linie um Konflikte, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und deshalb wollen wir euch zum Anfang erstmal eine Definition von einem Konflikt an die Hand geben. Die haben wir uns von dem Duden geklaut und das sagt in erster Linie, dass dort zwei Seiten aufeinanderprallen und das Aufeinanderprallen nicht geregelt werden kann und zu einem Zerwürfnis kommen, also zu einem Streit. Und jetzt erstmal, wer sind wir? Das ist der Reverend. Der Reverend ist bei uns in der Warpzone seit Anfang 2017 dabei, war sehr schnell aktiv, ist jetzt seit kurzem auch Vorstand, hat vorher schon Martewart gemacht und ist auch einfach generell viel im Space. Deswegen kriegt er viel mit, deswegen kann er ein bisschen was hier dazu erzählen. Über dieses Thema. Neben mir steht der Sandzwerg, der ist seit 2012 dabei, seit 2013 im Vorstand, also schon ein bisschen erfahren, was die Arbeit mit den Mitgliedern umgeht, war auch schon sehr lange aktiv, mittlerweile ist das aus verschiedenen Gründen nicht mehr der Fall, aber er ist immer noch sehr interessiert im Umgang mit den mit Menschen untereinander. Jetzt die Frage, warum stehen wir überhaupt? Also uns ist aufgefallen, dass es in einigen Spaces, die uns näher oder ferner stehen, irgendwie Probleme gibt. Das ist also jetzt nicht dieses übliche kleine, irgendwie zwei Leute zoffen sich, sondern wirklich größere Sachen. Das geht so weit, dass wir das bei einzelnen Spaces gesehen haben, die sich aufgespalten haben oder die drohen sich aufzuspalten. Und wir sehen bei unserem eigenen Space, dass es möglicherweise in eine ähnliche Richtung geht. Und deswegen ist für uns jetzt so die Frage, ist das ein allgemeines Problem, was in dieser Community einfach irgendwann kommt? Liegt das vielleicht an einer bestimmten Größe, die wir jetzt erreicht haben, oder liegt das daran, dass wir jetzt irgendwie ein gewisses Alter erreicht haben und das deswegen einfach dann kommt, dass man sich irgendwie von alleine zofft? Oder machen wir irgendwas falsch? Und wenn ja, wenn wir was falsch machen, was können wir machen, um es richtiger zu machen, um es besser zu machen? Und ich glaube, wir haben definitiv nicht die Antworten auf alle diese Fragen, aber wir finden es zumindest schon mal ganz interessant, diese Fragen zu stellen. Und wir sind daran interessiert, irgendwie mit euch auch einen Austausch von Erfahrungen und Strategien zu treten. Deswegen werden wir auch ein bisschen längeres Q&A machen, weil wir halt auch wissen wollen, wie ist das bei euch? Habt ihr das auch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Zu Anfang werden wir erstmal von unserem Space ausgehen und uns erstmal beschreiben, was ist bei uns eigentlich da, was sehen wir, was ist bei uns das Konfliktpotenzial und wir versuchen das ein bisschen allgemein zu halten, dass wir das auch andere Spaces übertragen kann, um danach später in der Diskussion darauf zurückzukommen. Aber wir möchten halt hauptsächlich über unseren Space reden, weil wir uns jetzt nicht anmaßen wollen, irgendwie aus der Ferne über andere Spaces zu reden. Wir kriegen zwar natürlich ein bisschen mit, aber nicht so viel, dass wir jetzt sagen können, okay, das ist bei dem Space das Problem. Das haben wir noch nicht mal wirklich bei unserem richtig raus. Ein paar von den Problemen, die wir irgendwie glauben, identifiziert zu haben, ist der Umgang miteinander. Das heißt, es hat sich jetzt so ein bisschen so eingeschlichen, dass die Leute sich gegenseitig so ein bisschen necken, so ein bisschen mobben, dass man vielleicht schlecht über andere redet, dass man irgendwie provokante Aussagen in den Raum wirft. Generell, dass man einfach übereinander redet, anstatt miteinander. Und dass die ganze Kommunikation miteinander, untereinander irgendwie nicht mehr so ist wie früher, wie es immer so schön heißt. Warum auch immer das früher dann geklappt hat und jetzt nicht mehr. Und ich sag mal, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, weil wir haben jetzt halt bei uns einfach auch rumgefragt mit den Leuten, so, was stört dich jetzt gerade, warum willst du irgendwie gehen oder was missfällt dir an der aktuellen Situation? Und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, die Stimmung ist negativ und kontra. Und das liegt unserer Meinung unter anderem daran,
dass viele Leute, wenn überhaupt, dann nur ein negatives Feedback für ihre geleistete Arbeit kriegen, aber halt definitiv nicht nur. Als zweiten Problemkategorie sehen wir den Umgang mit dem Space selber, also nicht nur, wie die Leute untereinander umgehen, sondern auch, wie die Leute mit dem Space umgehen. Und ein wichtiger Punkt ist Eigentums, also das Equipment. Es kommt bei uns leider sehr häufig vor, dass Sachen verschwunden sind, dass Sachen kaputt sind und keiner weiß, wer es war. Das ist ein bisschen traurig, das macht natürlich dann die Stimmung sehr kaputt. Es gibt in vielen Spaces, wie auch bei uns, eine Kiste mit FFA-Sachen, also Sachen, an denen sich jeder bedienen kann. Da haben wir erlebt, dass die Dinge sehr schnell in privaten Kisten gebunkert werden. Das heißt also, dass die Kisten meistens leer sind oder da nur nutzloser Müll drin sind, was dann auch dazu führt, dass diese Ressource nicht mehr der Gemeinschaft, sondern einfach nur einzelnen privaten Leuten zur Verfügung steht. Weiterhin ist das Space sehr dreckig und ungepflegt. Das ist etwas, was wir in quasi allen Spaces sehen können. Das scheint auch einfach so ein Ding mit Hackerspaces zu sein. Das ist auf Dauer auch sehr frustrierend, wenn man selber einen etwas sauberen Space haben möchte und jedes Mal, wenn man dort ankommt, erstmal aufräumen muss. Und entsprechend drückt das auch sehr auf die Stimmung. Weiter ist die Infrastruktur in einem Space sehr wichtig. Nur es ist blöd, wenn man nicht weiß, wie man diese nutzen kann. Es fehlt an einigen Stellen an Einweisungen, es fehlt an Informationen. Es gibt bestimmtes Spezialequipment, was nur unter gewissen Bedingungen bedient werden kann. Und es ist da, nur Leute wissen nicht, wie sie es bedienen können oder was sie tun müssen, um dieses Equipment bedienen zu können. Das heißt, es fehlt es an Dokumentation und dem Enablement. Also was kann ich tun, um mich hier zu engagieren? Wie mache ich das? Es ist an einigen Stellen auch gar nicht vorhanden. Das ist natürlich dann auch sehr frustrierend für die Leute. Die Leute sind motiviert, kommen zu uns in den Space, wollen irgendwas machen. Es ist dreckig und unaufgeräumt. Und sie wollen dann vielleicht irgendwie ein Werkzeug benutzen und dürfen es aber nicht oder können es nicht. Und es ist niemand da, der ihnen erklärt, wie es geht. Und es ist auch niemand da, oder es ist nicht, steht nirgendwo, wie man denn rausfindet wenigstens, wen muss ich denn fragen? Weil es ist ja nicht so, dass nicht immer noch irgendjemand da ist, der es erklären kann. Aber du musst wissen, wen du fragen musst, um dann vielleicht den Nächsten zu fragen. Und das ist halt unglaublich frustrierend. Daraus leiten wir dann diese Liste an Konsequenzen aus. Großen Punkt ist, Leute fühlen sich einfach nicht mehr wohl. Das ist sehr schade. Daraus folgt recht unweigerlich, dass die Leute seltener da sind, weil sie einfach nicht mehr im Space sein wollen. Das Space ist weniger aktiv, es passiert weniger, das Space wird unattraktiv und entsprechend passieren auch weniger Dinge, die Leute im Space halten. Das heißt also ein kleiner Teufelskreis, wenn man das so will. Das ist bei uns und auch bei anderen Spaces, wie wir das mitbekommen haben, schon so weit gekommen, dass Leute ihre Mitgliedschaft gekündigt haben. Und das sind an einigen Stellen auch Leute, die in den Spaces gerne gesehen sind, also eigentlich einzelne Mitglieder, die gar keine Probleme mit sich bringen, sondern den Space voranbringen. Und in einigen Fällen kann das auch insbesondere zu Spaces, die nicht zum CCC gehören, dann auch zu finanziellen Problemen führen, weil diese sich allein durch die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Und wenn die Mitglieder wegfallen, fällt dann auch das Geld weg und in einer schlussendlichen Konsequenz dann auch das Space. Ich versuche jetzt mal so einen ganz groben zeitlichen Verlauf irgendwie zu geben. Das ist allerdings nicht so ganz einfach. Also ich behaupte mal, das hat so vor circa einem Jahr angefangen. Das ist halt irgendwie so ein Vorgang, der ist halt schleichend. Wie gesagt, das ist dieser Kreislauf. Wenn es dreckig ist, wenn ich in den Space komme und als erstes aufräumen muss, bevor ich irgendwas machen kann, dann bin ich halt unmotiviert und dann hinterlasse ich den vielleicht auch selber dreckig und dann geht das immer so weit vor. Und das steigert sich halt im Laufe der Zeit und es ist aktuell so, dass wir so circa 6 bis 8 Leute haben, die im vergangenen halben Jahr gegangen sind oder die jetzt mehr oder weniger vor kurzem angekündigt haben zu gehen. Und bei uns ist es so, wir haben eine 3-monatige Kündigungsfrist. Das heißt, die haben jetzt gekündigt und gesagt, okay, ich kündige mir meine Mitgliedschaft. Ich gucke mir erst jetzt noch diese 3 Monate an. Und wenn sich in diesen 3 Monaten nichts ändert, dann bin ich auf jeden Fall weg. Und wenn sich das jetzt ändert, und zwar zu meinem Wohlgefallen, also wenn die Leute der Meinung sind, es wird besser, dann halten sich halt die Optionen quasi offen, irgendwie noch weiter zu bleiben. Also ich sag mal, der Austritt, der Probeaustritt. Aber es ist halt trotzdem ein hartes Ding. Ne? Also wir haben irgendwie so 70, 80 Leute. 6 bis 8 Leute, das sind halt irgendwie knappe 10%.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass diese Bewährungsphasen auch zeigen, dass die Leute auch eigentlich gar nicht gehen wollen, sondern sich dazu gezwungen fühlen, was auch einen gewissen Optimismus birgt, weil da dann noch das Potenzial ist, in Space wieder in Richtung zu schieben, wo es besser ist und sich alle oder zumindest die meisten wieder wohler fühlen. Ja, das ist auch insbesondere deswegen schade, weil natürlich dann am ehesten die Leute gehen, die, von denen man sich wünscht, dass sie bleiben, weil sie halt irgendwie aktiv sind, weil sie ein Interesse an dem Space haben. Und wir haben jetzt irgendwie versucht, uns zu überlegen, was führt denn dazu, dass die Leute sich unwohl fühlen? Also wir haben jetzt eben irgendwie beschrieben, okay, wie ist dieser aktuelle Stand? Und jetzt ist das der Versuch, okay, irgendwie wir definieren, wie kommt es dazu? Und wir würden jetzt gerne einmal Toxizität definieren. Also toxisches Verhalten oder Toxizität im Space. Wir warten mal kurz, bis der Flaschenapplaus vorbei ist. Darunter verstehen wir irgendwie eine Vergiftung des Klimas. Also eine destruktive Einstellung, irgendwie generell manipulatives Verhalten. Vereinnahmendes Verhalten, grenzüberschreitendes Verhalten und irgendwie auch, wenn es irgendwie immer nur um Kritik, und zwar jetzt nicht um konstruktive Kritik, sondern irgendwie um destruktive Kritik geht oder auch wirklich darum zu streiten. Also wenn ich jetzt irgendwie Personen in meinem Space habe, die Spaß daran haben, quasi diesem Ganzen beim Brennen zuzusehen oder die zumindest ab und zu dieses Verhalten zeigen. Dazu haben wir das ganze Überleitung von toxischen Verhalten in Spaces, dass wir das nicht nur bei uns, auch woanders sehen, dass es dort dieses Verhalten gibt. Und das ist etwas, was sich über ein großes Spektrum erstreckt, zumindest so wie wir das einschätzen. Es gibt Leute, die sind manchmal schlecht drauf, die haben einen schlechten Tag und dann machen die eine scheiß Aktion, beleidigen jemanden oder schreien mal rum. Das ist blöd, ja, keine Frage. Aber sowas kann sich auch im Rahmen halten. Das heißt, also, es kann durchaus sein, dass sowas eine Ausnahmeregel bleibt und die Person eigentlich total lieb ist. Und so einer Stelle ist das etwas, was auch kaum Schaden nimmt. Also das ist kaum Schaden, weil das ist etwas, was sich über die Zeit recht schnell kompensiert und im Endeffekt diese Person diesen Space auch nicht schadet. Am anderen Ende haben wir dann Leute, die da etwas anders sind. Diesen Punkt ist sehr wichtig, dass diese Leute nicht weiterentwickeln. Das heißt also, wenn ich jemanden habe, der benimmt sich daneben und ich weise diese Person darauf hin, ich sage, hey du, das ist nicht schön, das finden Leute nicht gut, du machst unsere Gemeinschaft hier kaputt, dass diese Leute das dann sehen, das akzeptieren und auch selbst reflektieren, was sie da tun und sich daraus dann an Lektionen ziehen, wie sie sich in Zukunft verhalten können, beziehungsweise selber auch im Sinne der Gemeinschaft handeln und sich selber überlegen, was sie da tun können. Und eine Person, die eine hoch ausgeprägte Toxizität hat, macht das in unseren Augen nicht. Das heißt, diese Person schaut sich nicht an, was sie tut, was das für Auswirkungen hat, sondern macht das halt immer weiter, ohne zu schauen, was das für einen Schaden hinterlässt. Und was wir über das Jahr gesehen haben, ist, je länger so etwas geduldet wird, also je länger Leute so ein toxisches Verhalten dulden, desto gefährlicher wird es. Da das meistens mit kleinen Neckereien anfängt, da sind das blöde Sprüche, dann wird irgendwas kaputt gemacht, es werden Projekte manipuliert, bis es dann irgendwann zu Flamewars über verschiedene Kanäle kommt, es werden Leute diffamiert und im Endeffekt hat man dann aus so einem kleinen blöden Spruch so ein riesiges Drama, auf das dann niemand Lust hat und das Space daran dann kaputt geht. Also es ist einfach was sich wie eine Vergiftung mit der Zeit irgendwie immer schlimmer wird. Und ich glaube, prinzipiell ist toxisches Verhalten, was wir alle irgendwann mal an den Tag legen. Also irgendwie jeder hat mal einen schlechten Tag und macht mal irgendwie eine Aktion, die nicht in Ordnung ist. Und das Wichtige ist aber, wie man als Gemeinschaft dann irgendwie damit umgeht. Ob man dann irgendwie einen Prozess hat, damit zu sagen, so hey, irgendwie, du hast da irgendwie was Doofes gemacht. Kannst du das irgendwie mal gerade rücken? Kannst du dich mal entschuldigen oder was auch immer? Und das probieren wir jetzt nämlich. Wir probieren jetzt mal irgendwie zu zeigen, was wir uns so überlegt haben, wie wir das Problem bei uns in den Raum oder in den Rahmen wieder kriegen wollen,
was wir uns auch nicht alle selber ausgedacht haben, sondern was wir uns irgendwo auch woanders abgeguckt haben. Wir können euch aber jetzt aber noch nicht sagen, ob das so, wie wir uns das überlegt haben, funktioniert. Und zwar ist es bei uns so, dass das Plenum bis jetzt eigentlich nicht sonderlich viel Macht hatte. Also das Plenum hat bei uns zum Beispiel Samstag stattgefunden, so um 21 Uhr, was, glaube ich, jetzt nicht so der ideale Tag ist. Klar, es gibt nicht den idealen Tag, aber das ist halt der Tag, wo die Leute dann vielleicht mal irgendwo auf einer Geburtstagsfeier sind oder was auch immer. Und es ist auch einfach so, die Leute haben bis jetzt zumindest das Plenum nicht sonderlich ernst genommen. Es gibt bei uns einen Vorstand und der Vorstand ist halt eher gestalten als verwalten. Das heißt, viele Aktionen gehen vom Vorstand aus und nicht vom Plenum. Und wir hätten aber gerne, dass das Plenum mehr entscheidet und dass die Leute mehr verstehen, dass es halt nicht irgendwie eine Sache des Vorstands ist, irgendwie diese Gemeinschaft voranzubringen, sondern dass es irgendwie im Interesse von uns allen sein sollte, irgendwie diese Gemeinschaft voranzubringen und dass wir deswegen auch irgendwie gemeinsam entscheiden sollten und dass das Plenum deswegen die Macht haben sollte und diese auch nutzen sollte, irgendwie Sachen zu entscheiden und umzusetzen. Das nächste, was ich relativ für ganz wichtig halte, ist, dass es bei uns, glaube ich, nicht ganz deutlich ist, was unsere gemeinsamen Werte sind. Also wir sind eine Gemeinschaft, wir haben Space und wir sind alle in diesem Verein und sind alle Mitglied. Aber warum sind wir das? Was hält uns zusammen? Also was sind unsere gemeinsamen Interessen und unsere gemeinsamen Werte? Wo wir sagen, hey, ich gehe da nicht nur hin, weil da ist irgendwie Werkzeug und Platz, weil das kann ich mir auch in meinem Keller machen oder in meinem Schuppen oder was auch immer, sondern eigentlich gehe ich ja hin wegen den Leuten. Klar, ich brauche auch das Werkzeug, weil ich kann mir vielleicht keinen eigenen Lasercutter oder was auch immer irgendwie leisten, aber ich gehe halt nicht nur deswegen dahin, sondern ich will ja eigentlich auch wegen der Leute dahin. Und ich muss ja irgendwie mir andersweise bewusst sein, warum ich mich mit diesen anderen Leuten abgebe, warum ich irgendwie und was für gemeinsame Interessen ich mit denen teile. Also irgendwie diese Gemeinschaftsidentität fehlt unserer Meinung ein bisschen und wir wollen versuchen, die so ein bisschen zu stärken. Als nächsten Punkt haben wir dann Aufruf zur Beteiligung am Verein selber. Wie Sand gerade schon gesagt hat, ist der Vorstand bei uns eher gestaltend als verwaltend und wir wünschen uns, dass die Mitglieder selber den Verein gestalten und bestimmen, was da jetzt passiert und was gemacht wird. Und das beinhaltet dann jeden Einzelnen in dem Verein. Das heißt also, es kann nicht sein, dass das irgendwelche Sachen mal aufgeschoben werden, dass Sachen hingenommen werden und vor allen Dingen, wenn es dann noch Leute gibt, die sich schlecht verhalten, die vielen Leuten aufstoßen, dass dann auch die Gemeinschaft selber sagt, hey, das geht nicht, wir wollen sowas hier nicht und dass es nicht erst bei irgendeinem Vorstand geregelt werden muss. Das ist so das, was wir uns wünschen. Was dann natürlich auch mit moderierten Gesprächen einhergeht. Es ist so, dass in der Chaos-Szene viele auch etwas weniger soziale Skills haben. Das heißt also, manchmal fällt es schwer, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, das, was du machst, gefällt mir nicht oder ich fühle mich in deiner Nähe nicht wohl. Dass wir dann dort auch, wir haben zumindest jemanden, der sich da als Moderator angeboten hat, der dann auch mediieren kann zwischen zwei Parteien oder auch in großen Runden, um solche Konflikte dann auch anzusprechen, dass man dort dann eben auch die Kommunikation miteinander fördert, anstatt das Reden übereinander. Ja, und generell ist, glaube ich, irgendwie dieses Miteinanderreden so dieser Hauptpunkt des Ganzen. Wir haben ja auch vorher schon gesagt, dass das irgendwie so, das ist, was gerade einfach nicht funktioniert. Und wir müssen halt gucken, dass wir das jetzt irgendwie ein bisschen in den Rahmen kriegen, dass wir es irgendwie hinkriegen, irgendwie besser miteinander zu reden. Und da ist halt diese moderierten Gespräche irgendwie ein Ansatz, weil ich meine, wir reden ja jetzt auch schon irgendwie mal miteinander und offensichtlich klappt es nicht. Also ist es vielleicht sinnvoll, was anderes zu probieren. Und deswegen wollen wir es jetzt mal probieren, dass wir dann halt jemanden dabei haben, der ein bisschen neutraler ist, der diese Position übernimmt. Das ist in unserem Fall ein ehemaliger Vorstand, der nicht mehr ganz so aktiv ist aus persönlichen Gründen und deswegen mit den aktuell Aktiven nicht mehr so zusammenhängt und der hoffentlich von allen als neutrale Person angesehen wird. Und wir haben natürlich im Vorhinein auch ein bisschen geguckt, so, was es so sonst noch in diesem Themenbereich gibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich vor 3 Jahren auf dem Camp die Hackerspace Design Patterns 2.0 von Mitch Altman gesehen habe, der eigentlich über genau das gleiche Problem redet wie wir jetzt gerade
Und zwar gab es in seinem Hackerspace in der Noisebridge das Phänomen, dass, dass auch irgendwie die Gemeinschaft irgendwie zerbrochen ist und irgendwie die Leute sich immer unwohler fühlten. Und deswegen hat er dazu aufgerufen, quasi Hackerspace Design Patterns 2.0 zu entwerfen, die sich halt mit diesem Problem beschäftigen, okay, ich habe jetzt eine größere Gemeinschaft, ich habe jetzt eine ältere Gemeinschaft, es ist jetzt irgendwie die erste Welle von Leuten ist durch, da kommen jetzt die zweite und die dritte und dieses ganze soziale Gefüge muss sich jetzt irgendwie wieder fangen. Wie kriegen wir das hin? Und er hat leider die noch nicht so ganz ausformuliert, aber er hat halt ein Pattern zumindest irgendwie schon mal ausformuliert, das ist das Cultural Immune System Pattern. Und das beschreibt er halt, also ich glaube, wir alle sind uns einigermaßen einig, dass das Problem ist, dass wir Leute in unseren Gemeinschaften haben wollen, die, naja, die gut für unsere Gemeinschaft sind, wie auch immer, wie gut wir definieren, und die wir dann natürlich auch glücklich und sicher halten wollen. Und wir wollen halt eigentlich keine Leute, die irgendwie diese Gemeinschaft stören und die guten Leute irgendwie ja, davontreiben. Und sein Vorschlag ist halt, dass man neue Leute irgendwie dazu holt, die aber dazu gehören, also dass man quasi, ich sag mal, eine Auswahl trifft, wen man dazu holt, dass man versucht, sehr inklusiv zu sein, dass man die Leute an die eigene ja, an die eigene Gemeinschaftsidentität irgendwie angewöhnt, an das eigene Verhalten, und dass man auch guckt und da sortiert, wer gehört dazu, wer gehört da nicht zu. Und ich glaube, der wichtigste Satz hierbei ist das letzte, define what it means to belong and not belong. Das ist das, was wir vorher schon mit dieser, mit diesen Werten hatten. Also damit dieses Pattern funktioniert, also damit ich sagen kann, dieser Mensch ist irgendwie vielleicht besser oder schlechter für meine Gemeinschaft, muss ich ja erstmal wissen, was besser oder schlechter für meine Gemeinschaft ist. Ein Lösungsansatz, den wir bereits angefangen umzusetzen, ist die Stärkung des Plenums. Wir haben uns dabei an das Chaosdorf aus Düsseldorf gehalten, die das da ganz, wie wir finden, sehr gut umgesetzt haben. Dafür setzen wir einmal auf die Ankündigung von den Topics, die besprochen werden sollen, mit einem gewissen Vorlauf. Ich glaube, das sind 4 Tage oder so, oder 3. Ja, ich glaube, sie sollen Samstag rausgehen und Dienstags ist jetzt das Plenum. Sowas, dass wir auf jeden Fall jeder mitbekommt, dass dort ein Plenum ist und welche Themen dort besprochen werden. Da es in der Vergangenheit auch öfters spontane Themen, Pläne gab mit Themen, die nicht angekündigt worden ist. Und das bietet natürlich sehr gutes Potenzial, eigene Interessen durchzusetzen, die dann nicht von der Gemeinschaft gedeckt sind. Weiter wird das Protokoll, was dort besprochen wird, dann auch veröffentlicht, also auf einem Kanal veröffentlicht, bei dem jeder dabei ist. Dazu muss man sagen, dass wir als Verein in der Satzung festgeschrieben haben, dass unsere Mailingliste der offizielle Kommunikationskanal ist. Das heißt also, wir haben einen Kanal, bei dem jeder dabei sein sollte. Das heißt, wir haben dort etwas, mit dem wir auch jeden oder jeden, den wir erreichen wollen, erreichen können. Und das Ganze führt dann, dadurch erreichen wir, dass wir dann entsprechend die Sachen, die in dem Plenum entschieden werden und entschieden werden sollen, an alle kommuniziert werden, sodass sich dann niemand in der Entscheidungsfindung ausgeschlossen werden kann. Und das, was entschieden wird, dann auch an jeden kommuniziert wird. Weiter sollen Entscheidungen im Konsens erfolgen. Das haben wir uns bis jetzt als Abstimmung. Das heißt also, es wird einfach abgestimmt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Und das kann dann halt dazu führen, dass eine große Menge von Leuten, die dagegen ist, dann ignoriert wird. Und mit dem Konsens wollen wir erreichen, also Konsens heißt im Allgemeinen, dass etwas befürwortet wird vom Plenum, wenn es kein berechtigtes Veto gibt. Das heißt also, sobald es eine Stimme gibt, die einen Grund hat, warum etwas nicht getan oder für etwas nicht getan werden sollte, dann wird dagegen gestimmt. Das hat den Vorteil, dass dann auch eine einzige Person, die dann einen berechtigten Einspruch hat, dann etwas verhindern kann, was bei einer Abstimmung untergehen würde. Und weiterhin ist ein fester Termin, was sehr wichtig ist, dass Leute sich diesen Platz dann auch freihalten können, wenn sie sich im Verein engagieren wollen, und eine feste Dauer, da wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass es Pläne gibt, die zum Teil bis zu 3 Stunden gedauert haben. Und nach 3 Stunden will keiner mehr diskutieren. Und wenn man weiß, dass man nur begrenzte Zeit hat, dann führt das automatisch auch dazu, dass man sich selber in der Diskussion auch knapper hält, um dann möglichst schnellere und einfache Konsensfindung zu ermöglichen.
Ja, und ich meine, über Konsens hat der Uwe Lübbermann heute hier schon was erzählt. Aber das ist auch vom Karlsdorf. Und das ist auch so, also wir hatten ein paar Pläne bei uns in der Vergangenheit, da gab es dann teilweise sehr knappe Abstimmungen, was dann auch dementsprechend zu sehr viel Ärger gegeben hat, weil dann zusammen mit, wann wird jetzt das Plenum einberufen oder nicht, es war theoretisch zwar mal samstags, aber hat auch mal nicht stattgefunden, weil es gab nichts zu bereden und dann doch und dann ist es halt so ein bisschen so Zufall gewesen, was jetzt durchgekommen ist und nicht, das war nicht so wirklich gut. Ein weiterer Lösungsansatz sind die moderierten Gespräche, was wir bereits einmal durchgeführt haben. Da haben wir im Vorfeld Input gesammelt, was die Leute stört, was die Leute ändern wollen und das Ganze auch anonym gemacht. Das heißt also, dass die einzige Person, die wusste, wer das gemacht hat, war entsprechender Moderator. Das ist unsere neutrale Person, die wir da auserkoren haben, der wir auch vertrauen und hoffen wir, dass auch der Rest des Vereins dieser Person vertraut. Dieser Input, den wir gesammelt haben, wurde von dem Moderator ausgewertet. Das heißt, es wurde sortiert, es wurde gesammelt, was ist das, was am meisten, worüber sich am meisten beschwert worden ist, was kann man vielleicht noch als wichtig erachten und dann im Anschluss darüber in einem angekündigten Termin zu diskutieren. Das heißt, es wurden dann auch möglichst viele Leute eingeladen, die dann versuchen den Faden zu finden. Es wurde ein Termin gefunden, an dem dann diese Beschwerden, die gesammelt worden sind, diskutiert werden sollte, sodass jeder die Chance hatte, dort teilzunehmen, um dann diese Probleme, die man dort anonym gesammelt hat, zu besprechen. Also es ging ja in erster Linie nicht darum, Probleme zu lösen, sondern uns ging es erstmal darum, diesen Prozess des Miteinanderredens anzustoßen, dass wir den Leuten eine Möglichkeit geben, ihr Problem oder was diese Leute stört, eine Stimme zu geben und das auch an die Leute zu bringen, so dass man dort dann diesen Prozess, dass Leute sich das vielleicht auch zu Herzen nehmen und auch entsprechend, wenn sie sich angesprochen fühlen, sich dann auch ändern können. Ja, und jetzt so als erstes Fazit, ich glaube, das Gespräch ist 1,5 Monate her oder so. Bis jetzt hat es noch so nicht so viel gebracht, aber ich glaube, es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber wir sind uns, glaube ich, einigermaßen einig, auch in der größeren Runde, dass wir durchaus ein Interesse daran haben, mehr Gespräche zu führen und das weiter aufzunehmen und das fortzuführen. Und jetzt würde uns mal interessieren, wie ist das bei euch? Also jetzt würden wir gerne, wenn ihr habt, Fragen an uns. Aber auch so, uns wird auch interessieren, wie ist das bei euch im Space? Ich meine, okay, dieses Aufräumproblem zum Beispiel, das haben alle Spaces, aber da gibt es ja dann auch noch so verschiedene Abstufungen und auch so dieses andere, klappt das bei euch? Habt ihr diese Probleme nicht? Könnt ihr uns Tipps geben? Gerne. Also die Mikrofone sind dort und dort. Ich schau mal, ob jemand gerade hingeht oder ob es Fragen aus dem Internet gibt. Sehe ich jetzt gerade noch nicht. Gehst du gerade zum Mikrofon? Ah, ja. Doch. Eine Frage auf der linken Seite, bitte. Ja, Frage würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich wollte mal in die Diskussion ein bisschen einsteigen. Zu dem Thema Plenumsentscheidung und Plenum. Vielleicht auch ein paar Hinweise. So ein Plenum kann auch zu einem Problem werden ab einer gewissen Größe. Gerade wenn man dann auch in die Konsensrichtung geht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon in der Überlegung mit einbezogen habt und so weiter. Da haben wir nämlich eher negative Erfahrungen damit gemacht und sind dann eher in die Richtung gegangen, es gibt ja auch bei der Wahl zwischen einem möglichst Modell, wo alle mitentscheiden, immer über alles. Das kann nämlich eben zum großen Problem sein, weil es interessiert immer nicht alles. Und im Modell, dass der Vorstand alles entscheidet, eben auch die Möglichkeit, das Ganze aufzuteilen in funktioniert ja hier im Kongress auch, es gibt Orga-Teams für allen möglichen Kram. Und dann, das hängt natürlich davon ab, ob man das zerteilen kann bei euch in irgendwelche Grenzen, wo sich Leute sinnvoll zugehörig fühlen und dass man so Gruppen auch schnell mit Befugnissen ausstatten kann, dass die auch irgendwie, klar, man kann Dinge entscheiden, aber irgendwie, manchmal geht es auch irgendwie ums Geld oder irgendwie, da muss man ja schon irgendwie einen Rahmen haben. Also so Plenum, so ab 20 hatte ich so das Gefühl, in verschiedensten Organisationen gemacht, wird es auch echt schwierig irgendwann mal. Ich kenne das zum Beispiel von der
Konferenz der Informatikfachschaften, die pflegt auch Plenumsentscheidungen mit über 100 Leuten und so weiter. Das wird dann auch irgendwie, kann auch recht anstrengend werden. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. auch diese Sorgen irgendwie mit schon mal bedacht ja. habt. Dazu eine kurze Rückfrage. Die Anzahl, die 20, auf die du dich beziehst, ist das die Anzahl der teilnehmenden Leute oder ist das die Anzahl des Vereins oder der Organisation? Nee, der jetzt teilnehmenden Leute an einer Diskussion, an einer Veranstaltung, an dem Plenum. Klar, okay. Also wenn man 60 Leute hat, aber da sind nur immer nur 10 da, okay, dann kann man ruhig ein Plenum machen. Aber wenn... Also unsere Hoffnung ist, dass die Leute, die ein Interesse an eine Diskussion haben und daran mitzuwirken, und das werden wahrscheinlich nicht alle sein, diese Chance nutzen, halt weil es möglich ist, weil halt im Vorhinein bekannt ist, was sind die Themen, und wenn mich ein Thema interessiert, dann komme ich da hin, und wenn mich ein Thema nicht interessiert, dann muss ich da auch nicht hinkommen, dann muss ich dazu nichts sagen. Und ich glaube auch, dass ich hoffe, dass ich das so einpendel, dass jetzt nicht das Plenum irgendwie über jede Kleinigkeit entscheiden wird, oder auch soll, sondern natürlich kann das Plenum auch sagen, irgendwie, ja, wir wollen dieses oder jenes neu anschaffen oder wir haben dieses oder jenes Problem. Der, die und die da haben irgendwie Interesse, sich mit dem Problem zu beschäftigen, werden irgendwie ein paar Lösungsvorschläge entwickeln und die dann wieder vorstellen. Und dann geht es quasi, zumindest in meinem Kopf so, nur noch am Ende darum, dass dann das Plenum wieder sagt, okay, Vorschlag A kostet so und so viel Geld, hat die und die. Die und die Vor- und Nachteile, Vorschlag B andersrum, was von beiden wollen wir machen? Oder auch sagt, ja, die wissen schon, was sie tun, die sollen das selber entscheiden. Also natürlich ist es ein Problem, irgendwie in großen Gruppen zu entscheiden, aber das Problem bei uns bis jetzt war eigentlich eher, dass irgendwie viel zu wenig Leute da aktiv teilgenommen haben. So, da saß halt der halbe Vorstand und dann irgendwie 2-3 Nasen. Und alle anderen, wenn du die aufs Plenum angesprochen hast, es war so, oh ja, was soll ich denn da? Das ist ja nur 3 Stunden sabbeln. Dann einmal hier auf der rechten Seite, bitte. Ja, hallo, ich bin Uck von der Seabase. Unseren Verein gibt es seit 1995. Wir haben auch noch kein Problem für das keine Lösung für das Sauberkeitsproblem gefunden. Den einzigen Lösungsansatz, den wir haben, ist, dass bei uns Profis die Toiletten putzen. Und das hilft aber bei den Lötplätzen irgendwie nicht so richtig. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit so einem Art Vertrauenslehrer. Der heißt bei uns raumstationskompatibel Counselor. Den kann man ansprechen, wenn man so interpersonelle Konflikte hat. Also wenn ich jetzt mit wem anders nicht kann und irgendwie wir uns nur noch anschreien, dann kann ich zum Counselor gehen und der Counselor redet dann mal mit mir und mit der anderen Person. Und viele Konflikte konnten wir so schon ganz gut lösen. Natürlich nicht alle. Und zum Plenum kann ich nur empfehlen, jemanden zu haben, der eine ganz harte Gesprächsführung macht. Also jemand, der die Macht hat, Leute abzuschneiden, eine Rednerliste zu führen und eben auch zum Beispiel Leuten einfach auch das Wort abzuschneiden, wenn sie was sagen, was schon 3-mal gesagt wurde. Also das hilft sehr. Das finde ich gut. Eine Frage zu dem Counselor. Für mich das Problem, also über was Ähnliches habe ich auch schon nachgedacht, aber wie wählt ihr eure Counselor? Also, und welche Macht haben die? Also, die wer entscheidet das? Die haben grundsätzlich erstmal keine Macht. Das sind Leute, bei denen wir alle ein gutes Gefühl haben, dass sie das machen. Der wird auch von quasi unserer Geschäftsführung oder unserem... Wir haben so eine etwas merkwürdige Struktur. Wir haben den Vorstand, der sich nur um Administratives kümmert, und wir haben ein Gremium, das nennt sich Circle. Das ist sozusagen die Geschäftsführung. Und die bestimmt dann diese Counselors. Und die haben aber generell erstmal keine Machtfunktion oder so. Die reden nur mit Leuten und versuchen halt einen Kompromiss zu finden. Ja. Dann nochmal auf der linken Seite, bitte. So meine Frage an die Community wäre, viele Hackspaces sind noch in so dieser ersten Wachstumsphase. Also sie gibt es vielleicht seit 5, vielleicht 10 Jahren und man sieht halt so ein Wachstum. Ja, es wird halt ein Mitglied pro Monat mehr. Gibt es Erfahrungswerte, was so eine
natürliche Gruppengröße ist, wohin das führen wird. Ab wann teilen sich dann Spaces? Bei größeren habe ich das jetzt schon gesehen. Und will man das fördern? Wo will man da so hin? Also ich gebe dir mal Richtwerte von uns. Wir sind jetzt so bei so 70 bis 80 Mitgliedern und sind auf dem Level einigermaßen stagniert seit Pi mal Daumen einem Jahr. Also das ist, hat sich so leicht verändert, aber nicht sonderlich viel. Und davon ist so etwas mehr als die Hälfte aktiv von wohnt da bis kommt einmal im Monat. Ja, also was Ähnliches sehe ich jetzt selber an meinem Hackerspace. Das sind vielleicht jetzt 100 Leute Mitglieder und es wird halt pro Monat einer mehr. Und ich weiß nicht, wie ich das bewerten kann oder ob es einfach Leute gibt, die sagen, ja, das ist kein Problem, 500 Leute in einem Hackerspace, passt. Ich glaube, da musst du nochmal mit Uck reden. Er hat am meisten Erfahrung mit ganz vielen Leuten. Ja, dann noch einmal hier auf der linken Seite. Okay. Hallo, ich heiße Andreas. Ich bin jetzt selber in keinem Hackerspace. Ich habe aber gerade sehr viele Parallelen zur Freiwilligen Feuerwehr gesehen, wo ich Mitglied bin. Wir sind da jetzt, ich würde sagen, 40 Leute, davon 25 aktiv. Und von dem, was ihr geschildert habt, hatten wir jetzt auch vor 3 Jahren ein großes Problem, dass eigentlich die Gemeinschaft ganz schön war. Die Leute sind auch gern hingegangen, aber es gab so 2, 3 Problemfälle und die haben es halt echt geschafft, die ganze Stimmung runterzuziehen. Und dann waren wir auch an so einem Punkt, wo es ein Krisenwochenende gab, wo es einen Workshop gab mit, wo ist eigentlich das Problem und wie können wir das eigentlich angehen. Und was sich jetzt bei uns rauskristallisiert hat, dieser Workshop, wo dann alle da waren, also alle 35 bis 40 Mitglieder, das war eine super Idee, aber die Lösungsfindung, die wurde dann vom Vorstand erwartet. Oder halt bei uns beim Abteilungsausschuss. Da waren wir 7 Mitglieder drin und zu uns wurden diese Probleme herangetragen. Und dann hat man aber auch von uns erwartet, dass wir jetzt irgendwie auch mal wirklich mit diesen Leuten reden, die von Ultimatum stellen, mit denen eine Lösung ausmachen. Was nicht funktioniert hat, war, dass man mit 40 Leuten zusammensaß und gesagt hat, jetzt sag doch mal eine Lösung als Gemeinschaft. Das wurde von uns als Vorstand erwartet, deswegen hat man uns da reingewählt. Und wir haben dann auch dieses Problem in den Griff bekommen und es war eigentlich ganz schön zu sehen, wie dann auch das Feedback von der Gemeinschaft kam, war, danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Weil die Leute vielleicht selber keine Lust drauf hatten, es zu machen, konfliktscheu waren und die haben sich quasi auf diese Führung auch verlassen, dass die das wieder in den Griff bekommt. Aber das heißt, die Entscheidungen oder die Konsequenzen, die ihr dann als Vorstand aus diesem Wochenende gezogen habt, die wurden dann von allen oder von dem Großteil der Mitglieder akzeptiert und die waren damit konform, oder? Ja, also wir haben nach diesem Workshop gab es einen Tag, gab es halt am Abend vom Sonntag gab es so eine Zusammenfassung. Und dann haben wir uns mit dem Ausschuss nochmal damit befasst, was genau wir davon umsetzen können und haben das dann nach einem halben Jahr mal präsentiert, wie wir uns die Zukunft vorstellen und machen jetzt diesen Workshop selber, also was jetzt kein Krisenworkshop ist, sondern einfach so alle 2 Jahre, was läuft denn gut, was läuft denn schlecht. Also auch nicht jedes Jahr, uns hat sich jetzt dieser 2-Jahres-Rhythmus eingestellt und das war eigentlich ganz schön, weil wir dann selber auch nochmal sagen, okay, das und das haben wir aufgenommen, das und das wollen wir jetzt mal machen. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen auch einfach informiert sein, was passiert denn jetzt gerade, wie soll es denn weitergehen. Sie wollen es nicht unbedingt bei jeder Entscheidung mitentscheiden müssen, aber sie wollen einfach wissen, wie geht es halt weiter. Ja, das klingt gut, danke. Dann einmal hier das linke Mikrofon, bitte. Ahoi. Wir hatten bei uns auch ein großes Problem mit der Sauberkeit im Space, dass halt gerade auf Arbeitsflächen viel Zeug immer liegen geblieben ist, mal über Nacht, von wegen ich arbeite ja morgen dran weiter. Wir haben bei uns nicht direkt Lötplätze oder sowas, sondern wir haben nur so allgemeine Arbeitstische und wir haben jetzt bei uns eine wirklich Clean Desk Policy eingeführt, dass am Ende des Abends immer gar nichts mehr auf den Tischen sein darf und das hat relativ gut funktioniert bisher. Wir haben jetzt aktuell immer saubere Tische, wo man immer gut drauf arbeiten kann. Vielleicht ist das ein Ansatz, der in anderen Spaces auch funktionieren könnte. Ist es bei euch denn schon vorgekommen, dass Leute ihre Tische nicht aufgeräumt haben? Und wenn ja, was habt ihr dann da getan? Also was passiert, wenn ich meinen Tisch nicht aufräume? Wenn der Tisch am Anfang sehr ordentlich aussieht, ist die Tendenz, dass die Leute nicht aufräumen, relativ gering. Also es passiert natürlich, okay, dann findet sich auch meistens irgendjemand, der das mit wegräumt. Das sind dann halt meistens so Kleinigkeiten, Kabel oder ein Lötgerät oder sowas mal. Aber meistens, wenn es vorher ordentlich aussah, ist es hinterher auch meistens ordentlicher.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser, ja, dieser Teufelskreis, in dem wir drinstecken. Es ist jetzt gerade ein bisschen einfach unordentlich. Die Leute, die es ansonsten vielleicht aufgeräumt haben, sind unmotiviert, es zu tun. Und die Leute, die dann kommen, haben halt keinen Bock, irgendwie erst aufzuräumen, bevor sie was machen. Ja, aber danke. Nur so zum Verständnis, hattet ihr, als die Leute, die ihre Kündigung ausgesprochen haben, dann so Feedbackgespräche gemacht, dass ihr diesen kausalen Zusammenhang zwischen es lag an der Sauberkeit als monokausalen Grund oder manchmal ist ja auch eine Mischung. Wie seid ihr auf diese genaue Diagnose gekommen? Also ich glaube, die Sauberkeit ist jetzt in wahrscheinlich keinem Fall wirklich so das ausschlaggebende Argument gewesen. Da ging es mehr so um die Stimmung. Mhm. Und so, ich meine, Feedbackgespräch in dem Sinne nicht, aber wir versuchen schon mit den Leuten, die jetzt irgendwie sagen, sie wollen raus, zu sprechen und zu gucken, so hey, was stört dich und was können wir vielleicht als Vorstand tun und darauf einzuwirken, dass es besser wird, sodass du uns vielleicht nicht verlässt. Okay, also dann dazu ergänzend in diesem moderierten Gespräch, was wir hatten, meine ich mich zu entsinnen, dass in vielen solcher Beschwerden oder dem Input auch sehr häufig eben die Sauberkeit kritisiert, also die Unordentlichkeit kritisiert worden ist. Und da haben wir jetzt diesen Input gezogen, dass wir das jetzt auch entsprechend hier mit einbringen. Und es ist allgemein auch so, dass sich das quasi immer beschwert wird, also dass es unordentlich ist. Das ist ein recht allgemeiner Turnus. Dann noch eine Frage oder ein Feedback hier von der rechten Seite. Ich wollte auch noch aus unserem Hackerspace berichten, der dieses Jahr auch durch ähnliche Prozesse durchgegangen ist. Da war die Sauberkeit und das Nicht-Aufräumen noch das kleinste Problem. Am Ende ist es darum geknallt, um die Frage, wer bekommt bei uns einen Schlüssel und nach welchem Prozess geht das? Der alte Prozess war so, dass es da eine anonyme Abstimmung mit quasi Vetorecht gab, wo dann keiner hinterher es gewesen sein wollte, der Leuten, die dazugekommen sind, das verweigert hat, sodass nur im Raum stand, irgendwelche Leute sind hier gegen etwas, ohne dass festgestellt werden konnte, warum. Und das wurde auch lokalisiert als einerseits ein Skalierungsproblem, dass wir wesentlich gewachsen sind und aber auch dabei diverser geworden sind und es halt so einen Kreis von alten Hasen, die über alles Bescheid wissen, gibt, die auch häufig dann im Hintergrund agieren, aber es ist keinem so richtig klar, wer etwas hat und die vielleicht auch dann nicht so großes Interesse haben, dass Dinge anders werden, als sie bisher waren. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns auch einen Moderator gesucht und wir haben Arbeitskreise gegründet mit einem relativ engen Zeitplan. Also es hieß, vor dem Kongress muss alles fertig sein, das haben wir auch geschafft. Und da wurden zu verschiedenen Aspekten gearbeitet und Texte und Vorlagen erarbeitet und die wurden dann am Ende in einer Mitgliederversammlung auch abgestimmt und mit großen Mehrheiten angenommen. Aber es gab vor allem eine große Nabelschau, wobei rauskam, wie sinnvoll es ist, sich auf alte Werte zu orientieren im Sinne von be excellent to each other, das nochmal für alle durchzudeklinieren, was das bedeutet, oder gegen das allgemeine Rumpöbeln, dass wer Macht hat Recht, ein ziemlich gutes Prinzip ist. Und das andere, dass man eine häufig auch in unseren Kreisen gelebte große Toleranz nicht so weit treiben darf, dass es einen zu einem Wegschauen führt, sondern dass es darum geht, dass alle auch für die gemeinsamen Werte, be excellent to each other und so weiter, einstehen und es auch beim Namen nennen, wenn andere Leute dagegen verstoßen und dass es nicht nur irgendwie ein Richtergremium gibt, sondern dass es eine allgemeine Aufgabe ist, für eine Stimmung zu sorgen und auch zu sagen, hier, das war jetzt nicht so gut von dir, überleg dir das nochmal, ob du das nicht vielleicht anders machen solltest. Bevor ihr antworten könnt, sofern ihr es wollt, wir haben jetzt noch 3 Leute an den Mikrofonen, 6 Minuten. Das heißt, wir haben in etwa 2 Minuten, die ihr jeweils für euer Feedback / eure Frage habt, nur damit es gerecht ist, dass alle irgendwie auch noch drankommen. Jetzt wieder, wollt ihr es kommentieren? Ja, nur noch als Frage, deswegen rennt vielleicht nicht vom Mikro weg. Das heißt, ihr habt jetzt quasi auch für euch eure, ich sag mal, das, wie wir es genannt haben, Vereinsidentität so ein bisschen definiert und gesagt, das sind wir, richtig? Ja, vor allem haben wir versucht aufzuschreiben, wie wir miteinander umgehen wollen. Genau, das
finde ich auch ganz wichtig, weil irgendwie, wenn es so um ein vergiftetes Klima geht, so diese Vereinsidentität ist der erste Schritt. Ich muss wissen, was unsere gemeinsamen Werte sind und wie wir miteinander umgehen wollen. Und das müssen wir als Gemeinschaft, glaube ich, oder das muss jede Gemeinschaft für sich irgendwie erstmal definieren. Weil sonst kann ich nicht sagen, irgendwie das war gutes oder schlechtes Verhalten, weil das jeder für sich anders definiert. Und da brauchen wir irgendwie einen Konsens, auf den wir uns einigen, das ist auf jeden Fall so. Und dann kann man sich immer noch über die Grenzfälle streiten. Danke. Okay, dann einmal auf der linken Seite bitte. Ja, hallo. Wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir haben auch 70 bis 80 Mitglieder. Es gibt uns seit etwa 3 Jahren. Wir haben die Plenumsphase hinter uns, hat bei uns nicht funktioniert. Dafür gab es viel zu viel Sophismus und Rhetorik. Und mittlerweile gibt es nur noch ein kleines Kernteam-Treffen, das allerdings dann das Problem hat, dass sie eigentlich keine Autorität haben, um irgendwas durchzusetzen. Der Vorstand hat sich beschränkt auf die Verwaltung. Wie kommen wir da wieder raus? Ich glaube, das ist die große 1000-Euro-Frage in dieser Runde. Wenn irgendjemand Ideen hat, ich höre zu. Komm vielleicht einfach nach der Runde nochmal zusammen und dann können wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Dann nochmal hier auf der rechten Seite bitte. Ja, hallo. Ich möchte nochmal ergänzend was zur Seabase und den Erfahrungen mit der Seabase sagen, ein bisschen aus der Vergangenheit, dass ich unter das Stichwort fassen würde, systemische Überforderung. Das heißt, Seabase war sich nie in sich selbst genug, sondern hat auch bei der Wahl der Räumlichkeiten größere Räume angemietet, als die finanzielle Situation es erlaubt hat. Und das bedeutete, dass ständig Aktivitäten stattfinden mussten in diese Räumlichkeiten. Also Seabase als, lassen wir mal den kosmischen Überbau weg, als eine Plattform, wo auch Dritte andocken sollten. Und das hat dann dazu geführt, dass einfach dieser Teil der Mieteinnahmen, die nicht aus den Vereinsmitgliedschaft erwirtschaftet wurde, durch diese Aktivitäten erwirtschaftet werden mussten. Das bedeutete, es musste alle paar Tage auch mal sauber gemacht werden, weil man eine Party hatte oder eine Veranstaltung und. Und das würde ich gewissermaßen allen anderen Spaces empfehlen, frei auch wie bei der Europäischen Union, die gesagt hat, sie sucht sich auch immer irgendwelche utopischen Ziele wie eine Gemeinschaftswährung einzuführen oder wo alle erstmal sagen, das kann ja gar nicht klappen. Aber dadurch entsteht dann so ein Aktivitätsüberschuss, dass man quasi sich nicht in so ein autoaggressive In-Group-Aktivitäten toxischer Art einlässt, sondern man hat einfach ein Ziel. Und alle müssen und wollen mitarbeiten, weil wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, bricht das Gesamtgefüge auseinander. Das hat für uns sehr, sehr gut geklappt in den letzten Jahren. Danke. Also das ist bei uns ein bisschen so ähnlich gewesen. Wir sind, ich sag mal, erst vor kurzem umgezogen, 2015, 2016. Und wir mussten halt vorher noch ganz viel machen. Wir mussten ganz viel umbauen und dann auch nach dem Umzug gab es noch ganz viel zu tun. Und diese Phase ist jetzt durch. Deswegen, wir haben aktuell keine großen gemeinsamen Aktivitäten mehr. Und ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch einen Einfluss. Ja, dann die letzte Frage zur Linken, bitte. Ja, ich wollte noch einen Kommentar zu der Clean Desk Policy abgeben. Man kann es probieren. Derjenige, der die durchsetzt, wird viel Ärger kriegen, weil er dann in den Ordnungssinn von anderen eingreift, der vielleicht anders ist als der eigene. Das muss man sehr gut kommunizieren. Kann funktionieren. Wir haben dann mal ein Hybridmodell probiert, also als Anekdote. Es gibt jetzt 2 Grills, einer der ist immer dreckig, einer der ist immer sauber. Auch nicht schlecht. Danke. Ja, super. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei den beiden Kollegen von der Warp Zone, Sandzwerg und den Reverend, dass ihr so offen über die Situation bei euch gesprochen habt, über eure Lessons learned und dass ihr auch so ein bisschen da das Forum geboten habt, dass man miteinander darüber sprechen kann, wie in anderen Spaces damit umgegangen wird, weil nur zusammen können wir gucken, was funktioniert bei anderen, was vielleicht bei uns, um da sich auch aneinander anzupassen. Darum nochmal einen riesigen herzlichen Applaus für den Vortrag.